Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zurück auf unserer oder zu unserer Game Gear Woche mit Wizard Pinball, auch wenn es das gerade nicht vermuten lässt. Es ist tatsächlich ein, ja, ein waschechter Flipper. Grüße mal an der Stelle hier an den großartigen Tom Maniac, der ja der Flipper-Gott, der Pinball-Gott ist hier auf YouTube. Ich denke, One Player reicht. Und wir steigen direkt ein ins Spiel. Gesteuert wird das Ganze mit der Taste 1 für die rechten Flipper und mit der Taste links für den linken Flipper, beziehungsweise die linke Flipper. Und wenn man den Geist trifft, dann weiß ich auch nicht. Dann kriegt man ein paar Bonuspunkte. Nein. Das Ganze wird gesteuert übrigens mit der Taste 2 und dem linken und der linken Taste, der Taste nach links. Ja, und das ist das ganze Spiel. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es noch versteckte Abschnitte gibt. Die Ballphysik ist teilweise ein wenig merkwürdig, muss ich mal sagen. Ab ins Dungeon. Da gilt der Ball jetzt Gott sei Dank nicht als verloren. Ah, Mist. Und man weiß ja, wenn man die Buchstaben da oben zusammenkriegt, dann gibt es halt extra Punkte. Na, schade. Dann halt nochmal rein in den Dungeon. Macht ja auch nichts. Ah, Mist. Wieder nicht. Was steht da? Magic steht da. Magic. It's a kind of magic. Ja, der lenkt einfach nur den Ball ab. Der Lümmel. Nein! Was mache ich denn? Ja, ich und Flipper. Eine interessante Mischung. So, Magic jetzt noch das A. Ihr seht schon, der Ball, die Kugel, das ist echt eine teilweise wirklich sehr, sehr merkwürdige Physik, die die Kugel an den Tag legt. Aber ist ja nicht schlimm. Sag mal. Das ist wieder das Problem, dass ich jetzt wieder beide Flipper gleichzeitig betätigt habe, ist wohl unter Flipper-Experten ein absolutes No-Go. Special. Und Punkte. Danke. Muss ich das jetzt irgendwie stoppen? Try catching some balls first. Ja, mache ich. Wie gesagt, beide Flipper gleichzeitig zu betätigen, ist wohl unter Flipper-Experten verpönt. Und auch nicht wirklich gut, weil, das haben wir gerade gesehen, so geht der Ball die Kugel leicht verloren. Ja, komm, wenn es hier Bonuspunkte gibt, dann immer her damit. Da erzähle ich euch noch gerade von dem Fehler und mache ihn gleich nochmal. Ist aber wirklich schwer, da unten rauszukommen, wenn der Ball einmal da drin ist. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber, ich sag mal, für einen Handheld-Flipper ist das gut gemacht. Denn das Scrolling, das ist butterweich. Achso, da können wir bestimmt auch rein, oder? Naja, treffe ich eh nicht, aber man kann es ja mal probieren. Der Geist geht mir ein bisschen auf den Keks, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ah, raus da hinten. Boah, wie schießt der denn den Ball? Ist der bekloppt? Ah, ja, da ist in Ordnung. Was mir eben vielleicht ein bisschen fehlt, ist Musik im Hintergrund. Unglaublich. Es ist unglaublich. Balls remaining one. Ja gut, dann habe ich immerhin noch einen. Nein, na doch. Noch gerade rechtzeitig umgeschaltet. Dann scheint es da wohl einen extra Ball für zu geben. Ja, toll. Das ist natürlich wieder großartig. Game over. Also auf dem richtigen Flipper hätte ich jetzt noch die Chance auf ein extra Leben. Oder einen extra Ball. Kann mir noch niemals eintragen. Das machen wir gleich nochmal. Das wäre ein bisschen zu kurz sonst, das Video. Ja, weiß ich. Los geht's. Der Geist ist bestimmt auch wieder da. Ja, da ist er. Da turnt er schon wieder rum. Das ist aber auch das Pech ist das. Viel Pech dabei, nicht? Ich meine, Flipperspielen ist doch sowieso Glück. Ja, die wahren Flipper-Experten werden jetzt sagen, nee, ist auch durchaus Können dabei, Reaktionsfähigkeit. Hä? Und das stimmt auch, aber letztendlich, gerade bei dem Spiel hier, need two court balls before multi-ball. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay. Ah, da ist er. Wo ist er denn jetzt hin? Die Kugel bleibt aber da. Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Da ist ja noch so ein Drache.
das, was ich sagte jetzt gerade, da fliegt der Ball dann genau in der Mitte durch. Was willst du da machen? Das Tor von dem Dungeon dort oben rechts, das ist zu. Das war vorhin auf. Oh, hier komme ich doch nie wieder raus aus der Ecke. Ja, habt das gesehen? Wieder genau in die Mitte reingefallen. Was soll man da machen? Da, jetzt wieder Magic Time. Na, jetzt ist das Tor ein Stückchen weit aufgegangen. Auch hier wieder. Kinders, also, ist mal ernsthaft. Es ist nicht schön. Ist ja peinlich, das ist doch alles auf Video. Ja, Special Bonus kriege ich wahrscheinlich dann wieder einen Ball für, falls der Ball jetzt gleich wieder verloren geht. Ja, catch one more ball for Multi-Ball. Dafür müsste ich aber mal den Drachen rechts treffen. Da komme ich nicht hoch. Schon, doch, ach, fast. Schon gar nicht, wenn dieser doofe Geist da überall rumturnt. Aber der Ball wird wiederbelebt, wenn ich das richtig sehe. Wieder ab in den Dungeon. Fragen wir, was passiert, wenn wir dort alle Buchstaben von Dungeon voll haben? Ja, da kommst du nicht rüber. Das ist, weil da diese Bumper in der Mitte sind. Das ist schwierig. Okay, es kommt aber auch dazu, dass ich heute mal wieder eine Reaktion habe wie ein Nilpferd auf der Achterbahn. Oder so ähnlich. Hilfe. Der Geist, der nervt. Ich bin dafür, dass der Geist rausfliegt. Ja, wie gesagt, im Spiel fehlt sicherlich eine etwas vernünftigere Ballphysik, Kugelphysik und auf jeden Fall ein bisschen Musik, was das Ganze ein bisschen peppiger gemacht hätte. Aber ansonsten kann man technisch viel nicht sagen. Ist das schon in Ordnung? Grafisch geht es in Ordnung, Scrolling ist butterweich. Andere Handheld-Pinballs haben ja das so geregelt, dass man dann verschiedene Bildschirme hat, in die der Ball reinfließt, zum Beispiel auf dem Gameboy. Aber wie gesagt, das hier mit dem Scrolling, das funktioniert ganz gut. Aber ich denke, damit haben wir jetzt auch genug gesehen von Wizard Pinball. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und heute Nachmittag geht's dann, oh Gott, hammerhart weiter. Bis dann, bye bye.